Was ist das hier denn? Ich muss nur ganz kurz. Hallo 937. Was Ninja in White, das Qualitätsmerkmal der allerbesten Gilden überhaupt. Be a number, be active, or get kicked or gains coins, we don't care. Was? Amsard hatte ich eingeladen, diese Gilde beizutreten. The Bright Side of the Moon. Nein. Ich will erstmal komplett alleine bleiben hier. Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Yulef Fahn, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dann hat man euch noch nichts erzählt. Entschuldigt. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Das klingt nicht nach einer Herausforderung. Kein Jedi würde bei einem Ritual der Pilger scheitern. Es sind schon viele gescheitert. Doch wenn euch die Jedi-Meister nicht davon abgeraten haben, scheint ihr bereit zu sein. Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin, jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Ah ja, komm. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen. Ja, dann machen wir das mal. Da hoch. Kommt ihr zwei. So. Da bist du wieder. Boah, mit Strapazen, also Kette beim Fahrrad raus und so weiter. Du hättest ruhig noch eine Stunde länger wegbleiben können, hätte ich dich auch eingeholt. Ich bin noch gleich dann weg. Bitte vor bin ich weg für heute, also. Okay. Du bist mich mal. Ich hab auch ein gelbes Lichtschwert. Hä? Ich hab kein gelbes Lichtschwert. Ich hab nur das Übungsschwert. Aber was glänzt so gelb bei dir? Also meins hat das erstmal. Was hab ich? Nichts dann geändert. Man kann die ja aufwerten etc. Okay. Nö, dann hast du von Anfang an so ein Lichtschwert halt gehabt. Besiege die Fleischräuber Sklavenhändler und Sklavenmeister. So, Gründe, zünde die dritte Fackel an.
Da hinten ist er. Das war auch wieder einer der ersten Standarddinger. Ja. Das geht rucki zucki hier. Sprich mit Kolowisch. Hört sich an wie ein Russe. Vielleicht gab es auch Russen unter den Jedi. Boah. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger nach Typhon gekommen sind? Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Typhon können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Ihr seid freundlich, meine Treue gilt den Jedi-Schluck. Was? Jedi Schluck? Ich muss jetzt auswählen zwischen meine Treue gilt in Jedi, ihr seid sehr freundlich oder Schluck. Muss ich so mal ganz kurz raustappen. 937. Hat was geschickt, was ich nicht gelesen habe. Okay. Ja. Das hattest du wahrscheinlich schon gelesen. Ja, ich weiß noch nicht, was das bedeuten soll. Der ist schon gar nicht mehr im Stream dabei. Ist mir wohl Latte gerade. Meine Verpflichtung gilt dem Jedi-Orden, nicht den Pilgern. Ungeachtet dessen heißen wir euch willkommen. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Erinnert euch an uns und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Okay. Es gab was für den Kopf. Ja. Jetzt bin ich unbesiegbar.
Rotten Kacke aus. Überlebe ich das? Oh. Jacke der Gamorreaner. Oh. Oh. Ach, die sieht nicht schlecht aus und die hat gute Statuswerte. Schon die Heldenquest, die Kammer des Redens gehabt. Da bin ich gerade drin. Welches Level bist du? Ich bin jetzt Level 10. Okay, ich bin mit Level 6 da rein und gleich wieder raus. Weil du so wie ich 10, 100 Mal gestorben bist? Nur einmal. Ich hab's ein bisschen häufiger versucht. So, jetzt muss ich hier zur Matriarchin. Noch was. Hier gibt's nichts zum Lesen, schade. Uidi, wo bist du? Da. Und Fliegi, kommt mit. Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Augustin schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Nimm ich die da noch. Ich will nicht lügen, bestimmt. Ihr wisst davon, euer Ton gefällt mir nicht. Erstens. Es war uns nicht klar, wie groß die Bedrohung durch die Fleischräuber geworden ist. Und jetzt braucht ihr die Hilfe des Volkes, das ihr einst ignoriert habt. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Meine Mission ist dringend. Was ist los? Es kann nur besser werden. Was ist los? Die Matriarchin scheint krank zu sein. Braucht sie einen Arzt? Danke, aber wir haben unsere eigenen Heiler. Das ist meine Tochter, Rana Tauven. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Ich kümmere mich drum, wie praktisch das könnte sich lohnen. Ich kann das mir zumindest einmal ansehen. Sie schlachten uns mit ihren Waffen ab. Ihr wollt unsere Hilfe? Dann kümmert euch darum. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen, ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Mehr Mittel würden euch helfen. Ihr zwei habt gute Vorschläge. Ihr seid zu dumm für Waffen.
Ja, gut. Du musst eigentlich das Letzte, wenn es dir keine negativen Punkte gibt. Du musst es. Nee. Gibt aber keine Negativpunkte, oder? Nee. Mich würde einfach mal interessieren, was da für Antworten dann kommen. Beide Pläne könnten funktionieren. Mein Volk hat keine Angst davor, für seine Heimat zu kämpfen. Uns fehlen nur die Mittel dazu. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Was, das war schon? Wow. Ich krieg nicht mal irgendwas. Schiss. So, hier war noch jemand zum Quatschen. Vedarian Ayon. Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör. Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten. Mein Name ist Vedariat Ayon. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Warum? Was ist überhaupt mit denen? Ich höre, sie sind keine keine Gefahr für die Jedi. Ich bin ganz Ohr. Die Fleischräuber haben Experimente gemacht. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie es trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin. Primitiv und unheilvoll. Wie können wir dessen sicher sein? Die Räuber nahmen einen unserer Krieger gefangen. Er konnte fliehen und ich habe ihn gepflegt. Er hat mir alles erzählt, was er dort erfahren hat. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen. Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Bottiche mit dem Elixier vernichten. Ich tu's. Dann bin ich dabei. Ich danke euch dafür. Odumis Mea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren. Okay, was steht hier für einer? Skarzi. Okay. Gott, wo muss ich jetzt hin? Da unten ist der Typ. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Vedariat schickt euch zu mir. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedariat sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Ich verstehe die Beweggründe nicht. Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Elixier gegen Credits abgemacht. Das Elixier muss vernichtet werden. Schwierig. Ich brauche Geld. Aber ich nehme erst. Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf ein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. Willst du mich verarschen? Hör auf ein altes Weib. Also wenn ich mir deine Falten im Gesicht angucke, bist du älter als die Troller. Mann. Ich muss da runter zu den Fleischfressern. Hab ich irgendwas bekommen?
Hakun. Hakuna Matata. So ein Arsch klaute mir meine Opfer zum Klatschen. Kann man es auch nennen. Alter, wie viele rennen hier auf einmal rum? Und hier ist tote Hose. Ah, hier rennen gerade übelst viele rum. So, ein Bottich ist vernichtet. Das stand gerade der nächste, wie ich es richtig gesehen habe. Nö, stand da nicht. Was machst du? Der schießt mich ab mit Eiern! Ich bin tot. Wie mit Eiern? Der hat irgendwas auf mich geschossen, ich bin tot. Okay. Das war ein Level 9er Viech. Ja gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Da ist er auf jeden Fall fällig. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Sag mal, ich muss noch so eine Bottiche wegmachen. Irgendwie finde ich keine mehr. Ach, da oben. Nee. Da ist so eine Lootkiste. Meine Lootkiste. Was ist im Rucksack drin? Flirrender Premium Bonder Kristall, okay. Und eine Hose, die lame ist. Ja, aber wo sollen denn hier so eine hässliche Bottiche sein?
jetzt. Nee, scheiße, ich häng schon wieder fest. Was zum... Wo, wie bist du da reingekommen? Warte. Einfach nur wie? Der ist zu weit weg. Das geht. Ja! Ja, es gibt doch irgendeinen Befehl, wo man sich aus solchen Laden befreien kann. Aber, ja, ich hab den eh mal verwendet, damals auf der Sith-Seite. Wo ich mich hinter der Wand festgemacht hab. Aber ich krieg halt sowas immer hin, Darko. Da brauchst du gar nicht erst nachfragen. Ich hab dieses besondere Glück. So, und mir kann jetzt keiner erzählen, dass es nur diesen einen Bottich hier auf dieser Welt gibt. Hier wird es 100 pro mehr geben. Da komme ich keine Ahnung wohin. Alter, bin ich nicht oder was? Deswegen finde ich keine Bottiche, die anderen machen die auch kaputt. Ja, die respawnen nach einer Zeit. Arschgeil. So, 4 von 5. Gleich 5 von 5. Kämpf doch mal. So, das ist erledigt. Besiege Fleischräuber. 3 von 6. Schnell besiegt. So. Fleischräuber, ja, einfache Methode Bonus. Ich habe jetzt schon so viele umgeballert. So, einen noch. Und dann geht's in die Höhle. Ne, die ist zu. Dann geht's irgendwo anders hin. Gut, ich wünsche noch einen schönen Abend und morgen bist du gefälligst Level 20. morgen ist Jopulus. Ja, ich meine, bis morgen bist du gefälligst mit einem. Level 20 bis morgen?
Da ich jetzt noch eine Stunde 20 streame. Ich hoffe es nicht. Vielleicht Level 10 bin ich. Dann sind wir schon gleich auf. Ja gut, wir hören uns morgen. Bis morgen, tschüss. Bis dann, tschüss. So, die haben wir jetzt auch weggeknallt. Wo muss ich jetzt hin? Da, nee, dahin. Das ist in diese Richtung. Scheiße, was habe ich gemacht? Warum? Bewegen. Springen rückwärts, vorwärts. Waffe wegstecken. Ach, Y ist das. Okay. Setzen, seitwärts. Autolauf ein Auslaufen gehen. Was? ZB? Warte mal, das machen wir auf Punkt. Ah, cool. Y. Ah. Und R war Chat. Genau. So, kein Loot. Schade. Stopp mal. Wo sind Robi und Fliegi? Ich möchte bitte, dass ihr mich begleitet. Kommt, ihr seid ein Teil von mir. Gegner, Gegner, Gegner. Und das fette Lootkiste. Ich will die Lootkiste. So, was gab's da drin? Ein Kristall. Na dann. Huch, hier ist was gespawnt. Alter. Nö. Ja, kämpfe mal gegen den hier. Ist zwar Beherrschung aus. Oh ne, sie ist bei weitem besser. Okay. Was muss ich jetzt hier drin machen? Ich muss dahinter gehen. Ich muss dahinter. So. Hi. Hm.
Da sind die Nächsten. Was war das für ein Low-Bob-Mob? Was war das für ein Low-Bob-Mob? Gib mir deinen Loot. Wow. Bist du kaputt? Fleischräuber nutzen, um die Twi'lek zu jagen. Sie für die Dorfbewohner mitnehmen. Wenn sie all das hier haben, werden die Twi'lek sich selbst verteidigen können. Bitte was? Keine Sorge, kleiner Kerl, ich hole dich da raus. Warum haben sie dich mitgenommen und nutzt also Blechbüchse hier? Wie gut, dass die Fleischräuber keine Droiden essen. Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Natürlich. Ich habe den Sinn von Sicherungsbolzen ohnehin nie verstanden. Ach, Klappe da draußen. Warte mal. Oi! Oi, der begleitet mich. Cool. Jetzt habe ich einen Mini-Druidi und einen großen Druiden. M8T7. Boah, jetzt bin ich unbesiegbar. Nein, Kappa. Genau. Wir müssen erstmal hier raus. Na dann, Blechbüchse, zeig mal, was du drauf hast. Mach doch mal was. Wow. Rollenauswahl, heilen, klar. Komm, so länger überlebe ich. Umso länger überlebt er. Oh! Beherrschung und Ausdauer geht flöten. Nee, mal nicht. Wir lassen die an ihm haben.
Wir lassen die an die wir haben. Wo ist eigentlich... Ach, da ist Mini-Druidi. So, wir müssen jetzt jeweils da zurück zu Dorf Kalarama Dingsbums. Da hoch gehen wir noch nicht. Boah, mich stört das dort. Ich muss mal ganz kurz... Padawan und Rohrwerk. Sieht doch schon viel besser aus. So, da lang muss ich. Meister Mapvox, Gesundheit. Melden Sie Ihre Beschwerden. Verkaufen. Buntes Fell. Brauche ich nicht, kann auch noch alles verkauft werden. Ich verkaufe die hier, behalte diese hier und mache die da runter. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Genau. Ihr seht gut aus, Jedi. Ich hoffe, die Fleischräuber haben euch nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Ja. Odumis wollte mich bestechen, damit ich ihm das Elixier bringe. Doch ich habe es vernichtet. Ja. Ich nehme an, Odumis wollte das Elixier für sich. Sagt mir nichts. Ich kann es mir denken. Seine Begegnung mit den Fleischräubern hat ihn verwirrt. Ich werde mich um ihn kümmern. Ja, ihr habt meinen Dank. Wow, jetzt kriege ich wieder Zeug, was ich eh verkaufe. Wow. So, aber... Jeder kennt die Prozedur. 3 Stunden Streamzeit, eine kurze Raucherpause. Also bis gleich.